Ja, hallo allerseits. Wir hatten das Thema Vielwegbäume begonnen. Wir hatten beim letzten Mal binäre Bäume betrachtet, das heißt, wo jeder Knoten einen linken oder einen rechten Nachfolger haben kann. Jetzt gehen wir von dieser binären Sicht, sind wir schon beim letzten Mal abgegangen und betrachten die Möglichkeit, dass ein Knoten mehr als zwei Nachfolger haben kann. Mit der Logik. Das können wir hier überspringen, das habe ich später nochmal hier genau gemacht. Mit der Logik, dass wir mehrere Schlüsselwerte in einem Baumknoten haben können, nicht mehr nur einen. Und dass die Anzahl der Nachfolger um genau eins mehr ist als die Anzahl der Schlüsselwerte. Mit der Logik, alles, was im ersten Nachfolger, was hier dran hängt, in dem unmittelbaren Knoten und allem, was an diesem unmittelbaren Knoten dran hängt, ist kleiner gleich als der erste Schlüsselwert. Alles, was beim letzten Nachfolger dranhängt an Werten, was da drin sein kann, ist größer gleich dem größten dieser Schlüsselwerte. Und die anderen Nachfolger, die geben jeweils, das können immer die Knoten, die Schlüsselwerte aus den Intervallen stehen. Also zum Beispiel hier in diesem Nachfolger hängen alle Schlüsselwerte drin, die zwischen diesem Schlüsselwert 1229 und diesem Schlüsselwert 4095 sind. Das haben wir alle schon gesehen. Den Bereich haben wir entsprechend auch definiert, nämlich für so einen Nachfolger, für alles, was hier dran hängt, der unmittelbare Nachfolger und alle Knoten, die da noch dran hängen, ist der Bereich in diesem Fall gerade der Bereich zwischen dem Schlüsselwert und diesem Schlüsselwert, zwischen der 357 und der 1229, Knoten aus diesem Bereich, Entschuldigung, Schlüsselwerte aus diesem Bereich dürfen hier dran stehen. So ein Knoten kann ja durchaus auch mittendrin irgendwo sein, muss nicht die Wurzel sein, kann schon von sich aus einen eingeschränkten Bereich mitbringen. Das sieht man dann hier an dem ersten Nachfolger, dass der Anfang des schon vorgegebenen eingeschränkten Bereiches hier auch der Anfang dieses Bereiches ist und beim letzten Nachfolger das Ende dieses Bereiches ist das Ende dieses eingeschränkten Bereiches schon. Oder, das hatten wir auch an binären Bäumen uns angeschaut, nochmal etwa hier für diesen Knoten, der Bereich für diesen Knoten hier und alles, was da noch gegebenenfalls drunter hängt, ist eingeschränkt durch die 257. Ja, weil hier nur Werte größer gleich 257 sein können, ist eingeschränkt auch durch auf der anderen Seite durch die 461, weil hier im ganzen Bereich und dementsprechend auch in diesem Bereich nur Werte bis 461 überhaupt sein können. Haben wir alle schon gesehen. Wir haben auch gesehen, wie man sowas sinnvoll implementiert. In dem Fall, dass wir von vornherein sagen, die Knotenzahl ist zwar, die Anzahl der Schlüsselwerte und damit die Anzahl der Nachfolger ist zwar noch variabel gehalten, aber die Anzahl der Slots, die wir für Schlüsselwerte und für Nachfolger in einem Knoten haben, die begrenzen wir durch eine obere Schranke. Zum Beispiel hier, dass wir sagen, wir richten einen Knoten ein, der ein Array von beispielsweise hier der Größe 8 für Schlüsselwerte, die darin gespeichert werden hat, und dementsprechend eins mehr, ein weiteres Array für die Nachfolgerzeiger, die Nachfolgerpointer, für die Nachfolgerknoten eben der Größe 9. Und so ähnlich wie wir das bei der ArrayList gesehen haben, wenn wir tatsächlich nicht immer alle Schlüsselwerte und alle Nachfolger drin haben, sondern möglicherweise nur vielleicht fünf Schlüsselwerte gespeichert haben, die restlichen drei Slots, da steht irgendwas drin und dementsprechend sechs Slots, die ersten sechs Slots für die Nachfolger sind mit vernünftigen Werten, mit Nachfolgern eben versehen und die restlichen Slots 7 bis 9 sind, da steht nichts Vernünftiges drin, dann wäre n gleich 5 für 5 Schlüsselwerte und 6 Knoten. Das ist die Anzahl der Schlüsselwerte, die momentan darin gespeichert ist. Und wir haben auch schon gesehen, diese Bilder werden wir jetzt öfters sehen hier in diesem Kapitel,
Natürlich dann mit etwas größerer Schriftgröße, weil ich dann immer nur Ausschnitte nehmen werde, nicht so einen ganzen Baum. Sie sehen, dass die Bäume sehr schnell in die Breite gehen. Das funktioniert mit der Darstellung eines ganzen Baums dann sehr schnell nicht mehr. Mit einer hoffentlich intuitiven Darstellungsweise, dass wir hier abwechselnd die Slots für die einzelnen Schlüsselwerte, die großen Slots und die kleinen Slots, die dünnen Slots mit dem Punkt, sind dann eben die Slots für die Nachfolger. Und Sie sehen hier überall die Logik. Zwei Schlüsselwerte, drei Nachfolger. Wenn ich hier diesen Knoten und seine Nachfolger hernehme, dann sind in diesem Nachfolger alles kleiner gleich der 47, hier alles zwischen 47 und 70 und hier alles größer gleich der 70. So stellen wir diese Knoten dar. Wir haben schon im Wesentlichen die Frage geklärt, wozu wir diese Vielwegbäume brauchen, noch nicht vollständig. Zunächst einmal ist das eine Frage, denn wie Sie an dem Bild hier sehen können, wir brauchen Vielwegbäume eigentlich nicht. Wir könnten das jederzeit auch durch binäre Bäume alles realisieren. Und ob man durch den Zugriff hier, durch den komplexeren Zugriff hier in so einem einzelnen kompakten Knoten schneller weiß, wo man als nächstes hin soll, oder ob man hier herabsteigt, um zu wissen, wo es hier dann weitergehen soll, das kann man nicht unbedingt sagen, dass das eine schneller als das andere ist. Das heißt, zunächst einmal gibt es nicht allzu viele Gründe und keinen unmittelbar wichtigen Grund dafür, dass wir uns überhaupt mit Vielwegbäumen befassen. Der Grund hatte ich auch beim letzten Mal schon angesprochen. Der Grund ist der, dass der Transfer von Daten zwischen dem Hauptspeicher und dem Hintergrundspeicher, wo die Daten eigentlich abgelegt sind, immer seitenweise funktioniert. Also immer egal, auch wenn Sie nur ein einzelnes Byte interessiert, nur ein einzelnes Byte vom Hintergrundspeicher einlesen wollen oder nur ein einziges Byte auf den Hintergrundspeicher hinausschreiben wollen, dass dann auf jeden Fall immer eine ganze Seite eingelesen bzw. rausgeschrieben wird. Eine Seite hat zum Beispiel Größenordnung 8192, was ist das 2 hoch 13, eine typische Größe. Wir haben auch beim letzten Mal schon geklärt, warum das so organisiert wird in Computerarchitekturen. So, das ist nochmal zur Wiederholung gewesen. Jetzt schauen wir uns an, was das bedeutet. Muss ich das ein bisschen größer machen? Ja, nicht? So, ist das gut lesbar? Ich denke doch. Die Idee ist jetzt, warum Vielwegbäume sinnvoll sind. Wir bauen die Größe eines Vielwegbaums, wir definieren die Anzahl der Schlüsselwerte und dementsprechend die Anzahl der Nachfolger in einem Knoten so, dass dieses ganze Stück, die Schlüsselwerte, die Nachfolger und diese Zahl n, das Bild, was Sie eben gesehen haben, dass das gerade soeben in eine Seite hineinpasst. Und das wäre eine typische Rechnung. Warten Sie mal, ich sehe gerade, wir müssen noch ein bisschen diese Rechnung zurückstellen. Die brauchen wir. Da brauchen wir noch eine Information dazu. Zunächst mal schauen wir uns an, wie man sich das Ganze in Java vorstellen kann, so eine Datenstruktur. So, oh, das C ist nicht mit groß geworden. So, ein solcher Baumknoten, auch hier wie immer, der Schlüsselwerttyp generisch gehalten, weil es uns vollkommen egal ist, was der Schlüsselwerttyp eigentlich ist, denn das ganze Prozedere, die ganze Datenstruktur funktioniert mit jedem Schlüsselwerttyp. Wir haben hier diese Zahl n, wir haben ein Array
vom Schlüsselwerttyp und wir haben ein Array von Nachfolgern. Genauso wie ich das eben zeichnerisch versucht hatte darzustellen. Im Konstruktor wird dann diese Maximalgröße, diese maximale Anzahl von Schlüsselwerten gesetzt. Im Konstruktor bekommt der Baumknoten gesagt, wie viele Schlüsselwerte er maximal speichern darf, sprich, wie groß das die Arrays werden, größer werden müssen. Erst einmal wird der Wert vielleicht sinnvollerweise intern gespeichert, muss nicht unbedingt sein. Die tatsächlich momentan gespeicherten Werte am Anfang, wenn wir noch gar keinen Wert eingespeichert haben, wenn wir den Knoten erst einrichten, die ist natürlich null. Wir haben keinen einzigen Wert, keinen einzigen Schlüsselwert eingespeichert. Die Schlüsselwerte, da richten wir eben ein Array ein, das gerade so groß ist, wie das nmax gesagt hat. So viele Schlüsselwerte, für so viele lassen wir Platz. Und immer die Logik, die Anzahl der Nachfolger ist 1 mehr als die Anzahl der Schlüsselwerte, die wir daran speichern. Ja, so werden erst einmal die einzelnen Komponenten eines Baumknotens initialisiert. Was Sie hier sehen, ist eine Methode, um in einem einzelnen Baumknoten einen neuen Schlüsselwert einzufügen. Das ist jetzt ziemlich ähnlich wie bei der ArrayList. Ja, Sie haben Schlüsselwerte. Sie haben Schlüsselwerte drin, eine gewisse Anzahl von Schlüsselwerten schon drin gespeichert und Sie möchten einen neuen Schlüsselwert einfügen. Das Ganze geht natürlich auch mit Löschen eines Schlüsselwerts, das habe ich aber hier ausgelassen. Beispielhaft nur das Einfügen eines Schlüsselwerts. So. Wir können in einen solchen Baumknoten einen neuen Schlüsselwert nur einfügen, wenn der noch nicht voll ist. Logisch. Wenn noch nicht alle Slots für Schlüsselwerte belegt sind. Das können wir abprüfen, indem wir nachprüfen, die Anzahl der aktuell tatsächlich gespeicherten Schlüsselwerte, wenn die gleich der Maximalanzahl ist. Das habe ich jetzt hier nur angedeutet. Zum Beispiel könnte dann eine Exception geworfen werden, aber natürlich ist es sinnvoll. Wir reden ja von so etwas wie einem Datenbanksystem, eine geschlossene Welt. Es wäre sinnvoll, in so einem Datenbanksystem von vornherein Insert nur aufzurufen, wenn dieser Fall gar nicht eintritt. Also wenn dieser Baumknoten nicht voll ist, wenn er nicht die maximale Anzahl von Schlüsselwerten drin hat. So, also, wenn wir auf der sicheren Seite sein wollen, dann setzen wir vielleicht doch irgendeine Fehlerbehandlung zur Sicherheit hinein, für den Fall, dass wir maximale Anzahl von Schlüsselwerten schon gespeichert haben. Und damit würde die mit Throw würde die Methode beendet werden, so wie es bei Exceptions halt funktioniert. Exceptions sind Ihnen aus der FOP vertraut? Okay, ich sehe nickende, aber leidende Gesichter. Gut, also wir werden uns hier nicht mit Exceptions ernsthaft beschäftigen und das magische Wort, selbstverständlich sind bei uns Exceptions nicht klausurrelevant, was die AOD angeht. So, also, wenn wir überhaupt hierhin kommen, in diese Zeile, dann ist n nicht nmax, denn sonst wären wir hier mit throw ja schon ausgestiegen aus der Methode. Also können wir hier n um 1 erhöhen, können wir einfügen, können wir das neue Element einfügen, den neuen Schlüsselwert einfügen und müssen einen neuen Nachfolger einfügen. So, das brauchen wir alles nicht mehr. So, bevor wir jetzt ich will erst einmal ein paar Bildchen zeigen, bevor wir weiter in die Analyse gehen.
wie man sich grundsätzlich die Algorithmen darauf vorzustellen hat. Die Zugriffsmethoden, die Sie auch von den anderen Datenstrukturen erkennen, finden eines Elementes, einfügen eines Elementes, löschen eines Elementes. Finden ist wie üblich eine relativ einfache Geschichte. Wir wollen die 37 finden und steigen wie immer in der Wurzel ein. Ja. Wir haben nach außen hin einen einzigen Zugriff, wie immer, auf die ganze Struktur, nämlich wir haben irgendwo einen Verweis auf die Wurzel gespeichert. Und damit initialisieren wir unseren Laufzeiger. So, die 37 wollen wir finden. Das Ganze machen wir, Sie sehen, ich werde das jetzt immer etwas größer zeichnen, nur einen Ausschnitt, damit wir uns unsere Augen nicht überanstrengen müssen. So, wo ist die 37? Die ist da unten. Was passiert? Die Schlüsselwerte hier drin werden angeschaut. Das ist die 40 als einziger. Die 37 ist kleiner als die 40. Sie kennen das schon. Also geht es da lang weiter. So, hier haben wir zwei Schlüsselwerte drin. Die 12 und die 35. Die 37 ist nicht kleiner als die 12. Nicht kleiner gleich der 12. Also geht es nicht nach links weiter. Die 37 ist auch nicht zwischen 12 und 35, also geht es auch nicht in der Mitte weiter, sondern die 37 ist größer als die 35, also geht es nach rechts weiter. Und hier drin wird die 37 dann gefunden. Da ist sie. Also man geht in jedem Knoten dann die Schlüsselwerte natürlich durch, um zu entscheiden, ist man dort angekommen, wo man hin wollte? Das hätte ja natürlich nicht in einem Blatt sein müssen. Das hätte natürlich auch genauso gut in einem inneren Knoten sein können. Ich habe das Beispiel so gewählt, dass es ein Blatt ist. Oder ist man da, wo man hin wollte, oder wo geht es dann jeweils weiter? So, also völlig analog zu linearen Listen und binären Bäumen. Lineare Liste ist immer eine Möglichkeit weiter, binäre Bäume immer bis zu zwei Möglichkeiten und hier entsprechend mehr Möglichkeiten weiter, je nachdem, wie die Schlüsselwerte einem sagen, wo es jetzt jeweils weitergehen soll. So, wir gucken uns noch nicht vollständig einfügen und löschen an, sondern jeweils erstmal nur den einfachsten Fall. Da, wo alles gut geht, da, wo alles schön ist. Und dann überlegen wir uns genauer, was es mit dieser Datenstruktur auf sich hat und was das bedeutet für Einfügen und Löschen. So, wir wollen jetzt die 41 einfügen. Größeres Bild. Wo können wir die 41 einfügen? Wo gehört die hin? Hier gehört die hin. Hier gehört die 41 hin. An diese Stelle. Also dieselbe Logik wieder wie beim Finden. 41 ist größer als die 40, also geht es nach rechts weiter. 41 ist kleiner als 47, also geht es dahin weiter. Und hier geht es, wir müssen immer beim Einfügen bis zu einem Blatt runter. Es ist notwendig, dass wir immer bis zu einem Blatt runtergehen. Wir hätten zwar hier vielleicht schon Platz gehabt, irgendwo, hier hätten wir schon Platz gehabt, aber der Punkt ist der, wenn wir hier jetzt die 41 eingefügt hätten, Platz ist ja da, dann hätten wir nicht mehr zwei, sondern drei Schlüsselwerte. Und das heißt, wir bräuchten nicht drei, sondern vier Nachfolger. Aber wo soll der vierte Nachfolger herkommen? Was soll da drin sein? Deshalb gehen wir immer bis zu einem Blatt runter, weil bei einem Blatt sind keine Nachfolger mehr, muss man sich nicht mehr um Nachfolger kümmern. Ein Blatt hat keine Nachfolger. Das heißt, die Logik, Anzahl Nachfolger, eins mehr als Anzahl Schlüsselwerte, haben wir hier bei Blättern nicht. Deshalb fügen wir die neuen Elemente grundsätzlich immer in einem Blatt ein. Das ist vielleicht in gewisser Weise analog zu dem, wie wir eingefügt haben im binären Baum. Da sind wir auch immer runtergegangen und haben den neuen Knoten als ein neues Blatt eingefügt. Also man macht sich den wenigsten Ärger, wenn man immer ganz unten einfügt.
wenn man anderswo einfügen will, muss man da noch irgendwas machen, um dafür zu sorgen, dass das Ganze hinterher wieder zusammenpasst. So, damit ist dieser einfache Einfügefall erledigt. Was macht diesen Einfügefall so einfach? Diesen Einfall, dieses Beispiel. Was dieses Beispiel einfach macht, ist, dass dort, wo wir das Element einfügen wollen in den Baumknoten, dass da noch Platz ist. Spaßig wird die Sache, wenn wir einfügen wollen in einem Blatt, wo kein Platz mehr ist. So, und genauso einfaches Löschen. Was wollen wir löschen? Die 93. Wieder großes Bild, die 93 wollen wir löschen. Wo ist die? Da unten ist sie. Zufälligerweise wieder ein einfaches Beispiel, was ich hier konstruiert habe. Löschen aus einem Blatt ist deshalb wieder einfach, wegen dieser Regel, Anzahl Nachfolger ist eins mehr als Anzahl Knoten. Was wir beim Blatt nicht haben, wenn wir ein Element löschen würden, hier draus einfach so, dann müssten wir entsprechend auch die Anzahl der Nachfolger reduzieren. Wie soll das gehen? In den Nachfolgern sind ja wichtige Informationen drin, die nicht verloren gehen sollen. Also erstmal ein schöner, einfacher Fall ist aus einem Blatt löschen. Da gehen wir wieder nach der üblichen Logik hin, finden da die 93, die wir löschen wollen, löschen sie und sind fertig. Ja, wir sind immer noch bei den schönen, einfachen Fällen. Erstmal so ein bisschen zum Warmwerden. Wir haben aber noch einen einfachen Fall. Es ist nicht von vornherein schwierig, wenn wir einen inneren Knoten löschen wollen. Das ist dann so ähnlich auch, wie wir das bei binären Bäumen hatten, dass wir nicht diesen Knoten löschen, in dem der Schlüsselwert drin ist, den wir löschen wollen, sondern wir löschen einen anderen Knoten und überschreiben die Schlüsselwerte. So ähnlich, sehr analog dazu machen wir das auch. Also zunächst mal zur Erklärung zu diesem Bild. Das deutet an, diese ganzen Knubbel deutet an, dass das hier nur ein Ausschnitt ist aus einem riesengroßen Baum. Ja? Wir haben hier oben drüber noch eine Riesenstruktur, die dann nach links und nach rechts sich weiter auswalzt. Das ist hier durch diesen Knubbel angedeutet und hier geht es natürlich auch überall weiter. Also aus Platzgründen muss ich da an ihr Abstraktionsvermögen appellieren, dass sie sich halt dahinter einen riesengroßen Baum vorstellen, der in alle Richtungen sich weiter verzweigt. So, die 47 wollen wir entfernen. Die 47 ist jetzt hier oben in einem inneren Knoten. Und wir können die 47 nicht entfernen, einfach so, weil wir 4 Nachfolger haben. Und wenn wir dann hinterher nur noch 2 Schlüsselwerte hier drin haben, dann haben wir immer noch 4 Nachfolger. Es passt nicht mehr. Wir müssten 3 Nachfolger haben. Wir müssten irgendeinen Nachfolger wegschmeißen und damit verlieren wir Daten. Geht nicht. Also machen wir etwas Ähnliches wieder wie bei binären Bäumen. Wir suchen uns das maximale Element, was kleiner ist als die 47, und das finden wir genau an derselben Stelle wie bei binären Bäumen. Einmal nach links und so weit wie möglich nach rechts. Hier unten, nun haben wir hier mehrere Schlüsselwerte drin, wie im Gegensatz zu binären Bäumen, aber es ist natürlich klar, welches wir wählen müssen, nämlich das größte, das rechteste von denen. Da müssen wir hinkommen. Diese 46 müssen wir löschen anstelle der 47 und die 46 überschreibt die 47 und dann passt alles wieder. Also wir gehen nach links, einmal nach links, so weit wie möglich nach rechts, finden hier die 46, grün gemalt, 47 gelb gemalt und Sie sehen, was passiert. Die 46 wird hier rausgelöscht und die 47 wird überschrieben durch die 46 und dadurch, dass wir hier das größte Element
gewählt haben, indem wir aus von links hier gewählt haben, indem wir hier links im linken Bereich immer weiter nach rechts gegangen sind, funktioniert das auch wieder mit der Suchbaumeigenschaft. Ja, hier links ist weiterhin alles kleiner gleich von dem, was hier oben steht, die 46. Und damit sind wir auch mit diesem Fall fertig. Also Sie haben jetzt einen Eindruck bekommen, es ist eigentlich nicht viel, erst einmal bis jetzt nicht viel anders als bei binären Bäumen, wie wir das da gemacht haben. Ziemlich analoge Geschichten. Können Sie gut Ihr Verständnis daran verbessern, wenn Sie sich beides gleichzeitig nebeneinander anschauen. So. Die Krux ist... Nein, falsch gedacht. Die Krux ist, dass wir potenziell einfügen wollen, aber der Baumknoten ist schon voll. Beziehungsweise, wenn wir laufend löschen, dann kommt ein anderes Problem hinein, wenn wir laufend Werte löschen. Das Problem, das da hineinkommt, ist, dass es je nachdem, wie das Muster aussieht, von Einfügen und Löschen, das kann man hier nicht unbedingt vorhersehen, kann es Ihnen passieren, dass die Baumknoten immer und immer dünner besetzt werden, dass da immer und immer weniger drin ist in dem einzelnen Baumknoten, bis hin dazu, dass jeder Baumknoten nur noch ein Element hat oder sogar leer wird. Ja, dass Sie einen Haufen Speicherplatz verschwenden, im schlimmsten Fall jeder einzelne Schlüsselwert in einem einzelnen Baumknoten ist und dann ist die Situation schlimmer als mit binären Bäumen oder ähnlichen. Sie haben nicht nur viel Speicherplatz verschwendet, sondern die Abstiege, die Sie machen müssen, sind ja genauso schrecklich wie im binären Baum. So, und dieser kluge Mensch, nachdem die B-Bäume, die Bayer-Bäume benannt sind, hat sich gedacht, das muss auch besser gehen können. Das muss besser gehen können, wenn man beim Einfügen und beim Löschen immer ein bisschen rumrepariert. Nicht, hoffentlich nicht viel, also nicht den ganzen Baum reparieren muss, sondern nur da, wo man vorbeigekommen ist, ein bisschen rumreparieren muss. Und das muss auch so funktionieren, dass am Ende diese Situation, die ich beschrieben habe, nicht passieren wird. Dass wir im schlimmsten Fall jeden einzelnen Schlüsselwert in einem eigenen Baumknoten haben. Ja? Wir haben, was weiß ich, reserviert für 1000 Schlüsselwerte in jedem Baumknoten und in jedem Baumknoten haben wir nur einen einzigen Schlüsselwert gespeichert, weil wir durch Einfügen und dann irgendwie wieder Löschen zu so einer komischen Situation gekommen sind. Das ist schlecht. Und er hat rumgebastelt, er hat sich Reparaturmaßnahmen überlegt und hat sich überlegt, bei diesen Reparaturmaßnahmen, was kann man denn noch herauskriegen? Wie schlimm sehen denn die Bäume aus im schlechtesten Fall? Was kann schlimmstenfalls passieren? Was kann man noch garantieren? Und ist dann dazu gekommen, dass man das so eingrenzen kann. Das ist nicht so schlimm, wenn man die Reparaturmaßnahmen anwendet, die er sich ausgedacht hat, und das ist in jedem Datenbanksystem der Welt so, wie ich es darstelle, oder in raffinierterer Variante, dann wird es schon nicht allzu schlimm kommen. Hier muss ich jetzt erst einmal leider etwas sagen, aus historischen Gründen. Es hat sich so entwickelt, es ist naheliegend, die Anzahl der Schlüsselwerte als Kennzahl zu nehmen dafür, wie groß ein Baumknoten ist. Ja, das hatten wir in dem Bild. 8 Schlüsselwerte, 9 Nachfolger. So viel Platz ist reserviert, also dass man sagen würde, die Kennzahl wäre 8. Ist aber leider nicht so. Irgendwie hat sich das entwickelt, eine andere Kennzahl zu nehmen, die mit dem Namen Ordnung hat, meistens mit Groß M abgekürzt wird, und
Und zwar zu sagen, bei einem Baum der Ordnung Groß M ist die Anzahl der Schlüsselwerte, für die Platz reserviert ist, zweimal diese Ordnung M minus 1. Ja, also wenn die Ordnung 10 ist, dann wären 19, 1, 9 Schlüsselwerte und 20 Nachfolger. Dafür wäre Platz in einem Baumknoten reserviert. Müssen wir einfach so hinnehmen, ist jetzt nicht ganz intuitiv, aber so hat es sich entwickelt. Wenn Sie mit anderen Leuten, die nicht die AOD hier belegt haben, darüber sprechen, dann müssen Sie natürlich die richtige Terminologie verwenden. Deshalb verwenden wir die hier auch. Die Ordnung, ein B-Baum der Ordnung M hat Platz für 2m minus 1 Schlüsselwerte, sprich für 2m Nachfolger. In jeder Knoten da drin. So, und das sind die beiden guten Nachrichten, dass es nicht so schlimm kommen, dass es nicht ganz so schlimm, wie ich das skizziert habe, kommen wird, sondern nur halb schlimm, halb so schlimm sozusagen. Es wäre natürlich immer schön, nehmen wir erstmal diesen Punkt, es wäre natürlich immer schön, wenn man sagen könnte, naja, jeder Baumknoten sollte möglichst voll sein, ja. Idealerweise sämtliche Slots belegt, weil wir dann entsprechend weniger Baumknoten brauchen, weil wir dann beim Abstieg auch, also es ist nicht nur eine Speicherplatzfrage, sondern weil wir dann, wenn wir weniger Baumknoten haben, geht es so weniger in die Breite, aber auch weniger in die Tiefe. Das heißt, der Abstieg kostet weniger Zeit. Weniger Schritte, weniger Baumknoten sich anzuschauen. Aber leider lässt sich das nicht vernünftig durchhalten mit Reparaturmaßnahmen, die nur lokal begrenzt sind und dementsprechend nur geringe Laufzeitaufwand haben. Das ließe sich nur durchhalten mit richtig großen Umänderungen bei jedem Einfügen und Entfernen. Aber man kann mit relativ einfachen Reparaturmaßnahmen, die ich im Anschluss hier darstelle, die ich Ihnen auch wieder an Beispielen zeige, kann man wenigstens eins garantieren, dass jeder Knoten wenigstens Ordnung minus 1 viele Schlüsselwerte hat. Also mein Beispiel war Ordnung 10, das heißt Platz für 19 Schlüsselwerte und für 20 Nachfolger. Und jeder Knoten hat mindestens 9 Schlüsselwerte und mindestens 10 Nachfolger. Außer die Wurzel. Wir werden an den Reparaturmaßnahmen sofort erkennen, dass diese Logik, dass dieser Satz, den Sie da sehen, nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass der sich automatisch aus den Reparaturmaßnahmen ergibt. Also jetzt nehmen Sie das erst einmal so hin, dass das eine Forderung ist, eine Invariante der Datenstruktur. Und wichtiger Punkt, dass die Blätter alle auf derselben Höhe sind. Das hatten wir, das muss erstmal nicht unbedingt sein. Und wenn die Blätter nicht alle auf derselben Höhe sind, stellen Sie sich den Extremfall vor, von einem Baumknoten hängt ein anderer ab, hängt ein anderer ab, hängt ein anderer ab und so weiter und so fort. Im schlimmsten Fall entartet das zu einer linearen Liste und der Abstieg kostet so viel Zeit wie eine linearen Liste. Das heißt, es ist ein großer Fortschritt und wir werden das dann noch in der Analyse sehen. Eine sehr große Sache, dass die Blätter alle auf derselben Höhe sind. So, jetzt habe ich Sie, denke ich, genug auf die Folter gespannt, was es mit diesen Reparaturmaßnahmen auf sich hat. Und das zeige ich Ihnen jetzt sofort. Wir betrachten jetzt eine Einfügeoperation, bei der es nicht so einfach schön aufgeht, wo genau das Problem jetzt zu sehen sein wird, was ich angesprochen habe, dass wir in einem Baumknoten, in einem Blatt einen Wert einspeichern wollen, aber dieses Blatt ist schon voll. So, wir wollen jetzt die 59 einfügen, wieder größeres Bild, und Sie sehen,
schon mal das Problem. Hier, genau. Hier hinein müsste die 59 eingefügt werden, aber dieses Blatt ist voll. Also muss irgendwas passieren. So, erst einmal gehen wir wieder eins runter. Und dann steht P also hier, schaut herunter und stellt fest, das ist der Baumknoten, wo die 59 einzufügen wäre. Es ist ein Blatt, also nicht mehr weiter runter gucken. Und das ist genau das Blatt, wo die 59 einzufügen ist. Also muss etwas passieren. Und was passieren wird, das deute ich an hier durch diese Farbgestaltung, durch diese drei Farben. Wir haben eine ungerade Anzahl. Ja, Sie erinnern sich, bei Ordnung m haben wir 2m-1, also eine ungerade Anzahl von Slots für Schlüsselwerte. So wie hier in diesem Bild. Das heißt, wir haben ein mittleres Element, was wir bei einer geraden Anzahl von Schlüsselwerten nicht in diesem Sinne hätten. Wir haben hier ein mittleres Element und dementsprechend hier ein paar und hier nochmal dieselbe Anzahl. Und was jetzt passiert ist, wir zerlegen diesen Baumknoten in zwei. Also wir richten einen neuen Baumknoten ein und verschieben Schlüsselwerte. Schauen Sie genau, was jetzt passiert. Die gelben und diese türkisen hier sind in zwei neuen Baumknoten und die 56, das mittlere Element hier, ist nach oben gewandert, hierhin. Und damit geht es genau auf. Schauen Sie, die Logik ist genau erfüllt. Wir haben für diesen Baumknoten, auf den P verweist, für diesen Baumknoten hier, haben wir jetzt aus einem Nachfolger 2 gemacht. Das heißt, wir haben die Anzahl der Nachfolger um 1 erhöht. Damit das Ganze funktioniert, müssen wir auch die Anzahl der Schlüsselwerte in diesem Knoten, in diesem Baumknoten um 1 erhöhen. Und das geht, weil indem wir einen der Schlüsselwerte von hier unten hier hochgenommen haben. So dass es wieder aufgeht. Wir haben einen Nachfolger mehr, wir haben einen Schlüsselwert mehr. Und wir nehmen natürlich den mittleren Schlüsselwert, damit es mit der Suchbaumeigenschaft wieder funktioniert. Ja? Die gelben sind alle farbig markierten sind größer gleich 47 und kleiner gleich 77. Das war ja hier schon der Fall. Alle farbig markierten sind zwischen 47 und 77. Passt. Also alles größer gleich 47 passt, alles kleiner gleich 77 passt. Und wenn ich die 56, den mittleren Wert hier hinnehme, die gelben sind kleiner gleich der 56, die türkisen sind größer gleich der 56, passt. Suchbaumeigenschaft ist wieder erfüllt. Und dritte Invariante nicht vergessen, die Blätter. Die Höhe der Blätter, also wir haben zwei Blätter jetzt anstelle von einem, aber die Invariante ist erhalten geblieben. Alle Blätter sind auf gleicher Höhe, denn wir haben an der Höhe nichts geändert. Die beiden neuen Blätter sind auf derselben Höhe, wie vorher das eine Blatt war. Und jetzt können wir runtergehen. Die 59 gehört jetzt in diesen Baumknoten hinein. Jetzt ist Platz da. Und können da die 59 hineinsetzen. Wir haben den Platz geschaffen durch Split, durch Zerlegung dieses einen Baumknotens in zwei. Mit so ein paar Nebenoperationen noch. Und schauen Sie mal, was jetzt hier herauskommt. Wie viele Elemente haben wir durch diesen Split in jedem der beiden neuen Baumknoten drin? Bitte, Frage? Wichtige Frage, die wir später beantworten. Die Frage war, was ist, wenn der Baumknoten, der davor ist, voll ist? Dann funktioniert das natürlich nicht. Werden wir gleich nochmal sehen. Vielleicht vorab die Antwort. Bevor wir runtersteigen auf den vorderen Baumknoten, machen wir da schon dasselbe und schaffen Platz. Also jedes Mal, wenn wir absteigen wollen zu einem Knoten, wo kein Platz ist, machen wir schon mal prophylaktisch Platz durch so ein Split. Werden wir gleich noch sehen. So,
Die Ordnung dieses B-Baumes ist 3. Ja, das können Sie ablesen an den 5 Slots. 5 Slots sind 2m minus 1, 2 mal Ordnung minus 1 Slots. Das heißt, die Ordnung ist m ist gleich 3. Und wie viele bleiben hier übrig in den beiden neuen Baumknoten? M minus 1. Das ist exakt hier. Jeder Knoten außer der Wurzel hat m minus 1 Schlüsselwerte. Da kommt das her. Wenn wir splitten, dann ist das gerade soeben am Anschlag erfüllt. Es geht genau auf. So. Gibt es hier noch was dazu zu sagen oder war es das? Ja, wir sind alles durchgegangen. Hier die 59 und fertig. Gut. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den Sie eben angesprochen haben. Was passiert, wenn der Baumknoten davor auch voll ist? Diese Situation haben wir hier. Wir wollen die 65 einfügen. Größeres Bild wieder. Die 65 gehört hier unten hin. Der Baumknoten ist voll, da unten. Jetzt würden wir also gerne mit dem Blatt, wo wir die 65 einfügen wollen, einen Split machen. Wir sehen durch Draufsicht aber, was der Algorithmus nicht kann, wir sehen durch Draufsicht, dass das nicht geht mit dem Split, denn dafür müssten wir hier das mittlere Element nach oben ziehen, aber da oben ist auch kein Platz. Also, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Ich habe mich entschieden für die Variante, die man vielleicht wahrscheinlich nicht implementieren würde in B-Bäumen, in der Realität, weil es öfters mal dann ein Split passiert, der nicht sein müsste. Aber die Variante ist meines Erachtens einsichtiger, nämlich bevor wir absteigen, wir sind jetzt wieder irgendwo in der Baumstruktur und gucken jetzt hier runter. Ja, hier soll es weitergehen. Von hier aus, um dann irgendwann hier unten die 65 einzufügen. Wir gucken runter und stellen fest, dieser Knoten ist leider voll. Das heißt also, wenn wir dann eine Stufe tiefer ein Split machen wollten, können wir das nicht, weil dieser Knoten das blockiert. Also machen wir hier dasselbe. Wieder angedeutet durch die Farben. Wir splitten allein das schon, haben hier schon zwei neue Baumknoten eingefügt und der mittleren Wert, was war das? Diese 55 ist nach oben gegangen, sodass also weiterhin links alles kleiner gleich 55, rechts alles größer gleich 55 ist, passt. Und Sie sehen, wir haben jetzt hier Nachfolger. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nachfolger. Drei Nachfolger, wo Werte drin sind kleiner gleich der 55 und drei Nachfolger, wo Werte drin sind größer gleich der 55. Und wenn wir diesen Split machen hier, hier oben ist die 55, die genau zwischen den beiden Nachfolgern, hier die Nachfolger kleiner gleich der 55, hier die Nachfolger größer gleich 55, alle Schlüsselwerte auf der rechten Seite, auf der linken Seite kleiner gleich 55, passt mit der Suchbaumeigenschaft und die Struktur passt auch wieder. Wir haben hier ein Element hochgezogen, ein Schlüsselwert also mehr und einen Nachfolger mehr. Passt wieder. Natürlich müssen wir in derselben Logik wie vorher auch hier, wenn kein Platz da war, dort Platz geschaffen haben. Jetzt können wir weitergehen und hier geht jetzt alles ganz normal weiter wie bisher auch. Wir sind jetzt hier auf dem neu geschaffenen Knoten, gucken runter auf dieses Blatt, stellen fest, das ist voll und machen genau den Split, den wir eben auch gemacht haben, den mittleren Wert nach oben ziehen, zwei neue Knoten. Einer Schlüsselwert hier, ein neuer Nachfolger hier. Und können dann hier eben an der entsprechenden Stelle, wo wir hin müssten, die neue 65 einfügen. So, ich habe gesagt, es gibt zwei Varianten. Was Sie jetzt gesehen haben, ist eben prophylaktisch von vornherein immer dafür sorgen, beim Herabsteigen immer dafür sorgen, dass da immer Platz ist. Die andere Variante wäre die einfach hinabsteigen und
rückwärts zu reparieren. Also wenn Sie einen Split anwenden wollen auf das Blatt, dann und dass der darüberliegende Knoten ist voll, dann hängt der mittlere Wert, den Sie in den darüberliegenden Knoten ziehen wollen, jetzt in der Luft. Und jetzt machen Sie sozusagen rückwärts einen Split auf den vorhergehenden Baumknoten, um dieses Element hochzuziehen. Dieser Split benötigt aber potenziell wieder die Möglichkeit, einen Schritt höher zu gehen und dort in den Baumknoten einen Wert hochzuschieben. Der kann wieder voll sein, also müssten Sie wieder eine Stufe höher einen Split durchführen. Also rückwärts, solange es notwendig ist, solange Sie volle Baumknoten haben, dann einen Split durchzuführen. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Diese zweite Möglichkeit nur nachrichtlich an Sie. Wir haben jetzt hier diese erste, meines Erachtens, ich denke doch leichter verständliche Variante betrachtet. So, wir sind mit dem Einfügen aber noch nicht fertig, denn wie sieht es mit der Wurzel aus? Ja, es kann ja irgendwann ist die Situation da. Sie haben jetzt insgesamt, zum Beispiel ganz am Anfang, Sie haben 5 Werte eingespeichert und die sind alle natürlich in der Wurzel eingespeichert. Es gab noch keinen Grund, mehr als die Wurzel im Baum zu haben. Und jetzt wollen Sie einen 6. Wert einspeichern und jetzt ist die Wurzel voll. Wie sieht das jetzt mit dem Split aus? Sie haben ja keinen darüberliegenden Knoten, wo Sie einen Schlüsselwert hin hochschieben können. Wie sieht das hier aus? Also wir wollen jetzt irgendeinen Wert einfügen. Ich habe einfach mal die 37 wieder genommen, wie in dem Beispiel davor. So, und wir stellen fest, die Wurzel ist voll, also müssen wir splitten. Jetzt haben wir eine Ausnahmesituation, dass wir keinen Baumknoten darüber haben. Manchmal hilft brutale Gewalt sozusagen im übertragenen Sinne. Wenn wir keinen Knoten darüber haben, dann schaffen wir uns einen Knoten, der darüber ist. Und gehen. Das heißt also, das Bild sieht so aus, aus einem Knoten macht diesmal 3. Wieder das Bild hier, 2 Nachfolger mit M-1, also der erforderlichen Anzahl von Schlüsselwerten. Und eine Wurzel. Und hier kommt jetzt an diesem Punkt, sehen Sie, können Sie sofort ablesen, nochmal zurück. Hier, jeder Knoten außer der Wurzel hat mindestens M-1 Schlüsselwerte. Denn wie Sie an dieser Reparaturmaßnahme eben an diesem Split sehen, kriegen wir das nicht hin, dass wir auch hier fordern in der Wurzel, dass es mindestens M-1 Schlüsselwerte darin gespeichert sind. Wir müssen akzeptieren, sonst funktioniert die Reparatur nicht. Wir müssen akzeptieren, dass bei der Wurzel ein einziger Wert oder beliebige wenige, aber jedenfalls mindestens ein Wert drin ist. Aber weniger als M-1 potenziell. Sonst funktioniert es nicht. Ist hier noch was zu sehen? Achso, jetzt ist nur noch zu sehen, wie man hier einfügt dann an dieser Stelle und das wäre es dann. Gut. Die Situation bei der Wurzel ist natürlich nicht immer so, dass die Wurzel der einzige Knoten ist, aber wenn die Baumstruktur größer ist, ist das alles völlig äquivalent, völlig identisch. Das deute ich dadurch an, dass ich hier die Nachfolger eben, also Sie sehen, die Nachfolger sind da, wir haben eine größere Struktur, aber die Nachfolger interessieren uns nicht, die brauchen wir gar nicht zu berücksichtigen, die brauchen wir gar nicht zu bearbeiten. Also wir haben eigentlich die völlig identische Situation. Wir wollen wieder die 37 einfügen. Jetzt natürlich hier irgendwo unten in einem passenden Blatt. Also hier in dieser Struktur in einem Blatt drin. In diesem Teil des Baumes, der hier so durch diesen Knubbel angedeutet ist. Stellen fest, die Wurzel ist voll.
und basteln wieder dieselbe Struktur. Und wie Sie das beim Split von inneren Knoten schon vorher gesehen haben, die Nachfolger werden aufgeteilt auf die beiden neuen Knoten, sodass es passt. Ja, die ersten drei haben nur Schlüsselwerte kleiner gleich der 40. Die zweiten drei haben Schlüsselwerte größer gleich der 40. Wenn Sie gucken, aufgeteilt nach links die ersten drei, nach rechts die zweiten drei, kleiner gleich 40, größer gleich 40, passt. Und mit den anderen passt es natürlich sowieso. Das war von vornherein schon hier in der Struktur drin. Hier nur kleiner gleich 12, hier nur zwischen 12 und 35, hier nur zwischen 47 und 52 und hier nur größer gleich 52 ist weiterhin erfüllt. Kleiner gleich 12, zwischen 12 und 35, zwischen 47 und 52 und so weiter. So, und jetzt können wir wieder an der richtigen Stelle für den richtigen zum richtigen Nachfolger gehen und dann dort irgendwo drin die 47 einfügen. Ich habe das nur noch formuliert hier. Einfügevorgang endet in einem Blatt. Wie das aussieht, kennen Sie. Damit haben wir das gesamte Einfügen schon erledigt. Auf dieser Ebene mit den schönen Zeichnungen. Ich stelle das nicht als Übungsaufgabe, das zu implementieren. Ich habe selber, als ich einen vergleichbaren Kurs seinerzeit, vor langer Zeit mal als Student belegt habe, die Aufgabe gekriegt, B-Bäume zu implementieren. Das ist eine furchtbare Aufgabe. Das ist eine grausame Aufgabe. Also Fehlerbehandlung, Fehler finden, Fehler ausmerzen ist eine ganz gruselige Sache. Also das stellen wir hier nicht als Aufgabe. So. Damit sind wir mit dem Einfügen soweit fertig. Frage? Wenn Sie die 35 einfügen würden, das ist ja eine generelle Frage, die auch schon bei binären Bäumen und bei linearer Suche, bei linearen Listen eigentlich schon genauso sich stellt. Damit die Suchbaumeigenschaft erfüllt ist, wenn Sie die 35 nochmal ein zweites Mal als Duplikat einfügen wollen, dann haben Sie die Wahl, entweder hier nach links zu gehen oder hier nach rechts zu gehen. Und ab da haben Sie dann wieder keine Wahl mehr. Sondern ab hier geht es durch die Größe der 35, werden Sie immer weiter nach rechts getrieben, automatisch, beziehungsweise wenn Sie hier absteigen, werden Sie durch die Zahl 35 immer weiter nach links getrieben. Und das ist bei binären Bäumen genauso. Und noch eine Frage oder dazu? Die Frage ist, ob es Sinn macht, da Duplikate drin zu haben. Das hängt von der Anwendungssituation ab. Wenn Sie Matrikelnummer speichern, macht es wenig Sinn. Wenn Sie Namen von Personen speichern, die ja mehrfach vorkommen können, macht es unter Umständen eher Sinn, wenn das der Schlüsselwert ist. Also es kann Situationen geben. Man versucht das zu vermeiden durch Generierung eines Primärschlüssels, wie etwa Matrikelnummer, Kontonummer, Sozialversicherungsnummer, Steuernummer oder was immer der Primärschlüssel ist. Aber manchmal wird man doch lieber Duplikate speichern wollen. Und dieser Fall ist bei uns einfach mit vorgesehen in den Algorithmen, wie ich sie, in den Zugriffsmethoden, wie ich sie hier darstelle. Also, die Frage war, wenn Sie auf ein Duplikat zugreifen, ob da nicht immer der oberste Knoten gefüllt wird. Wenn Sie mit einem der Duplikate zufrieden sind, dann ja. Wenn Sie alle Duplikate finden wollen, wissen Sie ja, wo Sie suchen müssen. Nämlich da, wo Sie sie eingefügt haben. Es ist ja dieselbe Routine, derselbe Pfad, auf dem Sie eingefügt haben, auf dem suchen Sie ja dann wieder. Bitte? Die Frage war, wenn Sie eine gerade Anzahl, also dass eine gerade Anzahl von Slots reserviert ist für Schlüssel, ist nach der Logik von B-Bäumen, wie ich sie hier eingeführt habe, nicht, denn ein B-Baum der Ordnung M hat immer 2m-1 Schlüsselwerte und das ist automatisch eine ungerade Zahl. Also man kann B-Bäume auch mit geradzahligen Schlüsselwerten definieren, das geht auch. Der Einfachheit halber, damit man nicht mit solchen Fragen konfrontiert wird, habe ich das nur mit ungeraden Schlüsselwerten. Finden Sie sehr häufig in Lehrbüchern, auch so wie ich das gemacht habe. Aus genau diesem Grund auch. Weitere Fragen? So, dann müssen wir uns jetzt mit dem Löschen befassen. Hier beim Löschen ist dann das Problem, das genau umgekehrte. Beim Einfügen ist das Problem, was machen wir, wenn ein Baumknoten voll ist?
Beim Löschen ist das Problem, was machen wir, wenn ein Baumknoten nur so viele Elemente hat, m-1, wie er unbedingt haben muss? So. Gucken wir uns ein erstes Beispiel an. Also hier wieder der Baum doch größer als nur gezeichnet. Was wollen wir löschen? Die 97, wieder größeres Bild. Die 97 wollen wir löschen. Und Sie sehen schon das Problem. Dieser Baumknoten, in dem die 97 drin ist, die wir löschen wollen, dieser Baumknoten hat zwei Schlüsselwerte, genau m-1 Schlüsselwerte. Und die Forderung ist, dass ein Baumknoten nicht außer der Wurzel nicht weniger als m-1 Schlüsselwerte haben darf. Das heißt, wenn wir die 97 einfach löschen, dann ist die Invariante nicht mehr erfüllt. Wir müssen also hier Reparaturmaßnahmen durchführen. So, also unser Laufzeiger, wir sind runtergelaufen bis hierhin, schauen nach vorne und stellen fest, da ist die 97, aber wir können sie nicht so ohne weiteres löschen. Was machen wir jetzt? In diesem Fall, nicht immer, aber in diesem Fall drehen wir diese Split-Operation um. Machen genau die entgegengesetzte Operation, die nennt sich dann Merge, so ähnlich wie bei Merge Sort. Verschmelzen. To merge, Englisch verschmelzen. Die Situation, habe ich das Beispiel so gebastelt, dass das möglich ist. Denn Sie haben hier gerade hier in diesem Knoten haben Sie m-1 Elemente und hier in dem Geschwisterknoten, der direkt daneben ist, haben Sie auch m-1 Elemente. Das ist genau die Situation, mit der Sie herausgekommen sind beim Split. Und wenn Sie jetzt in der Situation sind, wo Sie herausgekommen sind beim Split, können Sie das Split wieder rückgängig machen. Und dann sieht das Ganze so aus. Die 95, so wie Sie den mittleren Wert beim Split nach oben gezogen haben, ziehen Sie den Wert, der zwischen diesen beiden Baumknoten ist, die 95, ziehen Sie den mit runter. Haben einen Nachfolger weniger und einen Schlüsselwert weniger. Und das hatte ich jetzt nicht jedes Mal dabei gesagt, aber in jedem Beispiel war es so und auch hier wieder, wenn alle Blätter vorher auf dieser Höhe waren, sind auch alle Blätter hinterher auf dieser Höhe. Alle Blätter bleiben auf einer Höhe. Der dritte Teil der Invariante ist weiterhin erfüllt. So, jetzt können wir die 97 rauslöschen und es passt. Gut. Das ist aber nicht immer so, die Situation. Es gibt noch eine andere Situation. Es gibt zwei verschiedene Situationen und eine von beiden passt immer. Entweder die eine oder die andere und es gibt auch die Möglichkeit, dass beide passen, dass sie die Wahl haben. Entweder dieses Merge machen, was wir eben gesehen haben, oder die Operation, die wir jetzt sehen, das Rotate. So, was wollen wir jetzt hier löschen? Die 48. Wieder größeres Bild. Hier ist die 48. Sie sehen wieder das Malheur. Wie eben auch. Wir können die 48 nicht einfach löschen aus diesem Baumknoten, denn dieser Baumknoten hat nur die geforderten m-1 Schlüsselwerte momentan. Wir müssen reparieren, wenn wir die Invariante nicht verletzen wollen. Aber wir sind nicht in der Situation von eben, ja? Wir haben zwei Geschwisterknoten hier, einen links und einen rechts. Und keiner von den beiden kommt in Frage für so ein Merge. Denn keiner von den beiden hat die m-1 Schlüsselwerte drin, sondern mehr als m-1 Schlüsselwerte. Wir können weder mit dem Knoten noch mit dem Knoten können wir die Umkehroperation vom Split, das Merge, machen, denn dann hätten wir zu viele Schlüsselwerte wieder in dem zusammengefügten Knoten drin. Funktioniert nicht. Für den Fall gibt es aber eine andere, einfache Operation. Also, wir gucken hier runter. 48 wollen wir löschen. Wir gucken jetzt hier hin, gucken woraus. Hier ist die 48, die wir löschen wollen. Können wir aber nicht löschen, weil dann das Blatt zu wenig Schlüsselwerte hat.
Und was wir jetzt machen ist, also schaut hin, es gibt keine Möglichkeit fürs Merch, weder nach links geschaut, linkes Geschwisterchen, noch rechtes Geschwisterchen, keiner von den beiden erlaubt ein Merch. Aber es gibt die Variante, die Reparaturmethode Rotate. Da sind diese beiden hier von mir angezeigten Schlüsselwerte wichtig, denn was wir jetzt machen werden, ist die 70 nach unten ziehen und dafür die 77 hochziehen. Das ist das Rotieren nach links sozusagen. Ja, die 70, die stand vorher hier, die ist jetzt hier runtergezogen. Die 77, die war vorher hier, die ist hochgezogen. Und es passt wieder alles zusammen. Die Struktur hat sich nicht verändert. Und die Anzahl der Schlüsselwerte hat sich hier auch nicht verändert. Es sind drei Schlüsselwerte geblieben, es sind vier Nachfolge geblieben, das passt. Und dadurch, dass wir nicht irgendeinen Wert hier rüber gezogen haben, sondern den kleinsten hier, ja, der kleinste Wert, der hier rechts von der 70 überhaupt irgendwo ist, also der unmittelbare Nachfolger der 70 in der Menge der gespeicherten Schlüsselwerte, dadurch, dass wir den hochziehen, passt es wieder. Links von der 77 passt alles, rechts von der 77 passt alles, genauso wie bisher auch. Die Suchbaumeigenschaft ist erfüllt. Und Sie sehen, eine dieser beiden Möglichkeiten, Merge oder Rotate, ist immer anwendbar. Merge ist anwendbar, wenn Sie einen Geschwisterknoten links oder rechts finden, der auch gerade mal die minimale Anzahl von Schlüsselwerten hat. Rotate ist anwendbar, wenn Sie links oder rechts einen Geschwister finden, der nicht die minimale Anzahl von Schlüsselwerten hat, sondern mehr hat. Das heißt, eins von beiden geht immer. Und wenn Sie auf der einen Seite einen Geschwisterknoten haben mit der minimalen Anzahl von Schlüsselwerten und auf der anderen Seite einen Baumknoten haben, ein Geschwister haben mit mehr als der minimalen Anzahl, dann haben Sie die Wahl, ob Sie mit dem einen Baumknoten ein Merge machen oder mit dem anderen Baumknoten ein Rotate. So, jetzt ist hier wieder Platz geschaffen. Also Platz geschaffen im umgekehrten Sinne. Es ist Luft nach unten geschaffen. In dem Baumknoten, in dem wir die 48 löschen wollen, ist Luft nach unten geschaffen, dadurch, dass jetzt plötzlich durch so eine Rochade hier ein Schlüsselwert mehr drin ist. Jetzt können wir die runtergehen, die 48 löschen und es passt. So, damit haben Sie jetzt im Prinzip beide Möglichkeiten gesehen. Jetzt ein etwas komplizierteres Beispiel, wo beides notwendig ist. Wir wollen die 37 löschen. Die 37 da unten, größeres Bild. Hier, die 37 wollen wir löschen. Und Sie sehen das Problem. Hier sind zu wenig, hier sind gerade mal am unteren Anschlag keine Luft nach unten, hier ist keine Luft nach unten. Genauso wie wir beim Einfügen sagen, wir brauchen Luft nach oben. Jedes Mal, wenn wir runtergehen, schaffen wir Luft nach oben, dass eben die Anzahl der Schlüsselwerte nicht die maximale Anzahl im Baumknoten ist. Genauso hier umgekehrt Luft nach unten, dass die Anzahl der Schlüsselwerte nicht die minimale Anzahl ist. Hier erst einmal ein Rotate. Damit haben wir hier Luft nach unten geschaffen. Und jetzt gehen wir runter, stellen fest, hier haben wir wieder ein Problem. Hier haben wir aber nach links und nach rechts jeweils die Möglichkeit für ein Merge. Es ist egal, ich habe mich jetzt hier dafür entschieden, diesen Merge mit rechts zu machen. So haben wir hier einen Merge gemacht und jetzt können wir weiter runtergehen, finden die 37 und löschen die. Ja, es ist zurückgegangen. Es ist einfach ein etwas komplexeres Beispiel, wo die beiden Reparaturmechanismen, die ich Ihnen gezeigt habe, das Merge und das Rotate, einfach jeweils angewandt wird. Hier war die Situation so vorher, dass das einzige Geschwister
mehr als die minimale Anzahl hat, das heißt, ein Rotate ist anzuwenden, haben wir gemacht. Die 47 hier hoch, die 40 runter. Hier haben wir jetzt die Situation, wenn es weiter runter geht, da wollen wir 37 löschen, dass wir ein Geschwister haben mit der minimalen Anzahl. Also ist ein Merge anzuwenden, haben wir gemacht und haben wieder Luft nach unten und die können dann die 37 löschen, wie geplant. Das ist im Prinzip schon das ganze Löschen aus B-Bäumen. Nur wieder wie beim Einfügen, dass wir uns jetzt nochmal die Wurzel ansehen müssen. Auch die Wurzel ist wieder ein besonderer Fall. Hier. Wir haben jetzt die Situation. Und auch hier haben wir das Problem, dass gerade am unteren Anschlag die Anzahl der, auch bei der Wurzel, ist 1 der untere Anschlag, wie viele Schlüsselwerte drin sein können. Das heißt also, wenn wir beispielsweise die 52 oder was entfernen wollen, dann müssen wir hier eine Situation machen. Ein Rotate ist nicht möglich, um hier von hier nach hier indirekt Luft nach unten zu schaffen durch einen neuen Schlüsselwert. Ein Merge ist notwendig und dieser Merge ist genau die Umkehrung von dem Split für die Wurzel, nämlich aus dieser Situation dann wieder diese Situation machen. Das war die Ausgangssituation beim Split, aus der wir dann die hier gemacht haben und genauso umgekehrt, das ist die Ausgangssituation für Merge, aus der wir dann die wieder gemacht haben. Ich hatte noch was vergessen zu erwähnen beim Split, beim Einfügen mit Wurzel, aber das kann ich jetzt hier noch nachtragen. Wenn wir nochmal sehen beim Split, das war die Ausgangssituation und das war die Endsituation. Das ist die eine Situation, in der die Höhe des Baumes wachsen kann um 1. Ja, das sehen Sie ja direkt hier. Ausgangssituation vom Split. Hier plus dem, was hier drunten ist. Und jetzt haben wir aus der einen Ebene der Wurzel haben wir zwei Ebenen gemacht, die Höhe um 1 erhöht. Und umgekehrt bei diesem Merge von hier nach hier, das ist die eine Situation, bei der die Höhe des Baumes schrumpfen kann. Sonst kann das nicht passieren. Das heißt also, die Höhe des Baumes wächst auch nicht sehr häufig, wenn Sie da munter anfangen, Schlüsselwerte einzufügen. Und da die nicht sehr häufig wächst, wird sie auch nicht besonders groß werden. Und das sehen wir uns jetzt gleich an, was es mit der Höhe auf sich hat. So. Nee, halt, was muss ich jetzt machen? Wieder den da. So, ein B-Baum der Ordnung M. Wenn Sie sich mal angucken, die Höhenstufe 0, wo die Wurzel ist, die nächste Höhenstufe darunter, die nächste Höhenstufe darunter, die nächste Höhenstufe darunter und jetzt hier einfach irgendeine Höhenstufe H größer 0. So, gucken wir uns mal an, was ist in der Höhenstufe der Wurzel, der nullten Stufe? Wie viele Baumknoten haben wir da? Einen, nämlich die Wurzel. Wie viele Schlüsselwerte haben wir da? Mindestens einen. Denn für die Wurzel gilt nicht die Regel, dass mindestens m-1 Schlüsselwerte in der Wurzel drin sein müssen, sondern nur einer Schlüsselwert. Leer soll sie natürlich auch nicht sein. So, das ist die schlimmste Situation, die in der Wurzel sein kann. Der schlimmste Speicherplatzverbrauch, dass wir nur einen einzigen Schlüsselwert in der Wurzel drin haben. Und natürlich haben wir nur den Wurzelknoten in der Ebene des Wurzelknotens. So, in der nächsten Höhenstufe unmittelbar danach sieht es schon anders aus. Wenn die Wurzel tatsächlich nur einen Schlüsselwert hat, dann hat sie zwei Nachfolger. Ja, immer die Logik, Anzahl der Nachfolger ist 1 mehr als Anzahl der Schlüsselwerte.
Ja, also Mindestanzahl der Baumknoten in der nächsten Ebene ist 2. Wie viele Schlüsselwerte haben wir insgesamt mindestens auf dieser Ebene? Jetzt greift die Invariante, wir haben ja gesehen, dass diese Invariante bei Einfügen und Löschen durchgehalten wird. Jetzt greift die Invariante, dass außer der Wurzel jeder Baumknoten mindestens m-1 Schlüsselwerte enthalten muss. Wenn wir jetzt 2 Baumknoten haben, dann haben wir 2 mal m-1 Schlüsselwerte Minimum in der nächsten Ebene unterhalb der Wurzel, die Ebene mit der Nummer 1. Weniger Schlüsselwerte kann es da nicht geben in dieser Ebene. So, wie sieht es jetzt mit der Ebene darunter aus? Wir haben in der Ebene Nummer 1 haben wir 2 Baumknoten, mindestens 2 Baumknoten. Mindestens in jedem Baumknoten mindestens m-1 Schlüsselwerte bedeutet mindestens m Nachfolger. 2 Baumknoten mit jeweils mindestens m Nachfolger ergibt in der nächsten Ebene mindestens 2 m Baumknoten. Ja, der eine Baumknoten hat m Nachfolger Minimum, der andere Baumknoten hat Minimum m Nachfolger, ergibt Minimum 2 m Nachfolger. Und auch auf dieser Ebene ist es so, in jedem einzelnen dieser Baumknoten, in jedem einzelnen dieser 2m-Baumknoten, haben Sie nach Invariante mindestens m-1 Schlüsselwerte. Ergibt insgesamt 2m mal m-1 Schlüsselwerte Minimum in der Ebene mit der Nummer 2. Und die Logik setzt sich jetzt fort. Wir haben in der Ebene 2 2m Baumknoten mindestens. Jeder von denen hat auch wieder mindestens m Nachfolger. Wie viele Baumknoten haben wir daher in der nächsten Ebene? Minimum 2m zum Quadrat. Also hier dieses Dach 2 kennen Sie sicherlich aus anderen Kontexten. Das nehme ich als Potenzbildung. Und auch hier wieder, wenn wir 2m zum Quadrat Baumknoten in einer Ebene haben, jeder von denen, ja, diese 2m zum Quadrat, jeder von denen hat mindestens m-1 Schlüsselwerte, dann ist das der Wert Minimum. Mindestens so viele Schlüsselwerte müssen Sie auf dieser Ebene im Baumknoten haben, in den ganzen Baumknoten in dieser Ebene haben, sonst ist das kein B-Baum der Ordnung m. Sonst haben Sie irgendwas falsch gemacht. Und Sie sehen schon, wie die Logik weitergeht. Wenn wir jetzt irgendeine beliebige Zahl h hernehmen, größer 0, bei 0 passt es nicht, aber eben bei größer 0 passt, dann haben wir diese Anzahl von Baumknoten auf dieser Ebene. Ja, das setzt sich einfach fort. Immer um Faktor m mehr. Von einer Ebene zur nächsten wächst die Zahl der Baumknoten mindestens um Faktor m, weil ja jeder Baumknoten immer mindestens m Nachfolger haben muss. Und diese Anzahl von Baumknoten multipliziert mit der Mindestanzahl von Schlüsselwerten pro Baumknoten ergibt immer mindestens so viele Baumknoten müssen, nein, Entschuldigung, mindestens so viele Schlüsselwerte müssen in der Ebene H sein. Und damit das Ganze nicht so abstrakt bleibt, damit Sie einen Eindruck davon bekommen, von was für Zahlen wir hier tatsächlich reden, was das Ganze wirklich bedeutet in der Praxis, habe ich jetzt einfach mal m gleich 100 eingesetzt in diese Formeln. Und Sie sehen, naja, hier oben passiert nicht viel. 0, 1, 1 hatten wir vorher auch schon. Aber hier wird schon spannender. Zwei Nachfolger. 100, m gleich 100 bedeutet mindestens 99 Elemente. Mindestens 99 Schlüsselwerte in allen Baumknoten außer der Wurzel. Das heißt, die zwei hier haben schon 198 Schlüsselwerte. Mindestens. Sie können auch mehr haben, aber mindestens. So, hier potenziert sich das immer bei den Nachfolgern mit der 100. Das heißt also, auf der zweiten Ebene haben wir schon 200 Baumknoten. Und entsprechend mit der 99 multipliziert, ergibt diese Anzahl von Schlüsselwerten, die wir mindestens haben auf der zweiten Ebene.
Es können mehr sein. Es können bis zu ungefähr doppelt so viel sein. In der nächsten Ebene haben wir schon 20.000 Baumknoten, zwangsläufig mindestens 20.000 Baumknoten und damit zwangsläufig mindestens knapp 2 Millionen Schlüsselwerte auf der Ebene 3. Und Sie sehen, worauf das hinausläuft. Das können Sie gerne für sich genommen, wenn Sie wollen, um einen Eindruck zu bekommen, noch ein bisschen weiter fortsetzen. Hier ist nochmal das Bildungsgesetz nochmal formuliert zum Einsetzen. Ja, Sie sehen, wie das hier wächst. Es wächst immer um den Faktor 100, richtig? Das heißt, wenn wir jetzt 2 Millionen haben, dann haben wir auf der nächsten Ebene 200 Millionen Schlüsselwerte. Was haben wir dann als nächstes? 20 Milliarden, dann 2 Billionen. Ja, wir sind immer noch im einstelligen Bereich bei der Höhe. Und ich rede schon von 2 Billionen. Also Sie sehen, ein Bebaum geht der Ordnung wie zum Beispiel 100, geht dramatisch in die Breite. Und das bedeutet Umkehrschluss bei gegebener Anzahl von Schlüsselwerten, die Höhe bleibt sehr, sehr bonsai-mäßig. Die Höhe wächst ganz langsam. Was hatte ich eben gesagt? 2 Billionen erreichen Sie, also bei Höhe 4 haben Sie schon, was habe ich gesagt? Das ist 2 Millionen, also 200 Millionen. Bei Höhe 5 haben Sie dann also, mein Koffeinpegel. Dann haben Sie schon die 2 Billionen, oder? Wo sind wir denn jetzt? 200 Millionen, dann nochmal mal 100, 20 Milliarden. Und bei Stufe 6, bei Höhe 6 haben Sie schon 2 Billionen. Das heißt, wenn Sie 2 Billionen Werte zu speichern haben, dann kommen Sie mit der Höhenstufe 6 aus. Und jetzt nochmal zurück zum Thema Hintergrundspeicher. Es bedeutet, Sie müssen 6 Seiten einlesen, um runterzukommen zu einem Wert. 6. Bei 2 Billionen Werten, die Sie insgesamt auf dem Hintergrundspeicher gespeichert haben. 6. Ja? Und wir können weitergehen. Statt 2 Billionen, 200 Billionen, dann müssen Sie 7 Seiten einlesen vom Hintergrundspeicher. Also Sie sehen, dass es gute Gründe gibt, warum diese Datenstruktur nicht genauso, wie ich sie dargestellt habe, sondern in raffinierteren Versionen, aber im Prinzip dieselbe Datenstruktur, warum diese Datenstruktur das Rückgrat jedes Datenbanksystems in der Welt ist. So, das mit den Seiten, das müssen wir noch schnell nachtragen. Das habe ich. Wo ist denn das jetzt geblieben? Wo ist denn jetzt die Rechnung geblieben? Ich habe das. Mist, bin jetzt hier ein bisschen durcheinander gekommen. Hier sind schon die neuen alle. Den einen muss ich jetzt gelöscht haben. Gut, dann trage ich das beim nächsten Mal nach. Das ist kein Problem. Eine genaue Rechnung, eine Musterrechnung, was für eine Ordnung man wählen sollte bei gegebener Seitengröße und bei gegebenen Annahmen, wie groß die Schlüsselwerte sind und so weiter. Warum ist denn das jetzt nicht mehr da? Oder ist es doch irgendwo noch? Da, doch, da ist es. So. Also, wir machen die Annahme, dass eine einzelne Seite als Größe der Datenmenge, die wir hin und her transferieren zwischen Hauptspeicher und Hintergrundspeicher, dass die 2 hoch 13 Byte hat, 8192 Byte. Und wir wollen das M, die Geordnung des B-Baums, so dimensionieren, dass das Bild, was Sie da gesehen haben, die Schlüsselwerte plus die Nachfolger plus die kleine Zahl n, dass die genau gerade so eben auf eine Seite raufpassen, auf diese 8192 Byte. Wir müssen ein paar Modellannahmen machen, um rechnen zu können. Wir nehmen an, dass so ein Nachfolgerpointer 4 Byte Größe hat. Ist nicht unrealistisch. Wir nehmen an, dass ein Schlüsselwert 6 Byte Größe hat. Weiß ich nicht, ob das realistisch ist.
Also jedenfalls die Größenordnung stimmt. Und diese Zahl n, dieses int, naja, das nehmen wir dann vielleicht als long und nicht als int. Habe ich hier offenbar genommen. Also 4 Bytes benötigt dieses m. So, jetzt machen wir die jetzt wie viel, wenn wir eine, die noch zu berechnende Größe m, die Ordnung m. Wenn wir also einen Baumknoten für einen B-Baum der Ordnung m genau, wenn der reinpassen soll in eine Seite, dann müssen wir den Ansatz machen. Wir brauchen Platz für 2m-1 Schlüsselwerte. Ein Schlüsselwert hat 6 Bytes nach Modellannahme. Also der Gesamtplatz für die Schlüsselwerte ist 2m-1 mal 6 Bytes. Wir brauchen Platz dementsprechend für 2m-Nachfolger. Und ein Nachfolger kostet 4 Byte. Braucht 4 Byte Platz. Also der Gesamtplatzverbrauch, den wir für die Nachfolger brauchen, ist 2m mal 4 Byte. Wir brauchen noch die 4 Byte Platz für diese Zahl n. Und das soll insgesamt kleiner gleich 8192 Byte sein. Ja? Sie erinnern sich dunkel an so komische mathematische Umstellungsgeschichten aus der Sekundarstufe oder sowas, wo man so eine lineare Beziehung in einer Variablen dann nach dieser Variablen auflösen kann. Dann kann man das vereinfachen. Hier kommt das, was hier oben steht, kann man vereinfachen zu diesem Term. 2m mal 10 Byte minus 2 Byte ist kleiner gleich dem. Das kann man weiter vereinfachen. 20m. Ich habe jetzt hier die Größe Byte auf beiden Seiten herausgekürzt, sodass wir nur noch dimensionslose Zahlen haben. Am Ende muss ja eine dimensionslose Zahl herauskommen, die Ordnung. 20m ist kleiner gleich 8194, 92 muss das eigentlich sein. Also ist ein Fehler, 92 natürlich. Und wenn man das ausrechnet, bekommen wir auf m kleiner gleich 409. Das heißt also, wenn wir die Ordnung unseres B-Baumes und auf m als 409 wählen, dann haben wir in diesen Modellannahmen, die Sie hier oben sehen, dann haben wir das gerade so dimensioniert, dass ein Baumknoten gerade so eben auf eine Seite passt. Und dass die Logik dann passt, wenn ich runtergehe von Baumknoten zu Baumknoten, jeder Baumknoten kostet mich einen Hintergrundspeicherzugriff. Einen. Und denken Sie an das, was wir eben gerechnet haben. Bei der Ordnung 100 hatten wir schon bei einstelliger Zahl der Höhe, waren wir schon im Billionenbereich. Und das war ja schon bei Höhe 6 oder so etwas, nicht? Waren wir schon im Billionenbereich. So, und jetzt haben wir hier eine Ordnung 409 rausgekriegt, ja? Da explodiert es natürlich noch viel schneller in die Breite, dementsprechend ist die Höhe noch geringer. Das heißt also, unter durchaus realistischen Modellannahmen bekommen wir selbst für gigantische Daten, Terabyte Datenmengen, bekommen wir einen B-Baum, dessen Höhe im einstelligen Bereich bleibt. Sprich, wenn wir irgendwo auf irgendeinen Wert durchgehen, um einen Wert zu gucken, kostet uns das entsprechend nur eine einstellige Zahl von Zugriffen auf den Hintergrundspeicher. Und da die Zugriffe auf den Hintergrundspeicher dominant sind, ja, da das um Größenordnung mehr ist als alles andere, was so im Computer passiert, um Größenordnung mehr Laufzeit kostet, ist das eine gigantische Verbesserung der Laufzeit, der Zugriffszeiten. So, nur noch eine, der Vollständigkeit halber, ein Punkt hatte ich hier noch in dieser Datei noch nicht gesagt, aber das hatte ich oft genug thematisiert. Beim Einfügen haben wir die Invariante, wir schaffen immer erst Platz, bevor wir runtergehen, das heißt also, unser Laufpointer zeigt immer auf einen Knoten, der Luft nach oben hat, sodass wir also immer einfügen können. Und dafür sorgen wir durch einen Split.
beim Löschen umgekehrt. Die Invariante hier des Algorithmus ist die zusätzliche Invariante dazu, was die Invarianten der Datenstruktur sind, dass wir immer Luft nach unten haben, dass wir immer noch Möglichkeit haben, Elemente zu löschen, sodass wir dann tatsächlich am Ende, wenn wir wollen, das Element löschen können. Und dafür sorgen wir durch, nicht Merke, sondern Merge. Das sieht doch sehr nach nach automatischer Textersetzung aus, dass Merge durch Merke ersetzt worden ist, ohne dass ich das gemerkt habe. Gut. Damit sind wir mit dem Thema B-Bäume vollständig heute durch. Da wir etwas später angefangen haben, passt es so ungefähr mit der Zeit. Sowieso. Sogar ein bisschen früher fertig geworden. Ich möchte mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit heute bedanken. Ich hoffe, ich konnte Sie für Ihre Aufmerksamkeit belohnen mit nicht hübschen, aber wenigstens bunten Bilderchen. Und dann sehen wir uns wieder zum normalen Termin nächsten Dienstag mit hoffentlich funktionierender Audioanlage des Saales, sonst muss ich meine Stimme anders strapazieren als heute. Gut, vielen Dank und dann noch eine schöne Woche. Schönes Wochenende.